An einer Kreuzung im Heidegarten ist ein Abstecher zum Heidemoor zu empfehlen, in dem seltene Pflanzen aus der angrenzenden Tagebaulandschaft einen neuen Naturraum gefunden haben. Das Kleinod wurde in einer Senke mit Hilfe von 500 Kubikmetern Torf und Ton zur Abdichtung errichtet und beherbergt zahlreiche vom Aussterben bedrohte Pflanzenarten. Das Heidemoor fasziniert seine Besucher nicht nur durch die seltenen Pflanzen, sondern auch durch tausende Libellen. Bienen und Hummeln mit ihren summenden Flugkünsten im Zusammenspiel mit dem lautstarken Konzert der unzähligen Kröten, Frösche und Unken im Moorteich.